Heute zeige ich dir, wie es geht, und zwar die Messungen mit dem Kompass. Also als allererstes Tür auf, in der Tür stehen und nach draußen blicken, denn die Blickrichtung ist sehr entscheidend. So, jetzt stehst du ganz locker, bitte immer Bauchnabelhöhe deinen Kompass ansetzen. Dann schaust du auf deinen Kompass, du siehst hier eine Schnur, und diese Schnur sollte die gleiche Gerade haben wie deine Türe oder wie dein Türbalken unten oder wie dein Türdritt. Also das ist sozusagen die Mitte und das ist die Schnittstelle von außen nach innen. So, jetzt drehst du deinen Kompass und zwar so, dass du die zwei Punkte und diesen Pfeil in einer Richtung hast. Wenn du das hast, dann siehst du, hier ist Norden. Aber den Norden brauchst du nicht. Du musst ja genau die Richtung wissen, die hier hereinkommt. Also gehst du noch einmal ganz glatt nach vorne und siehst diese Gradzahl, die kannst du dann abmessen. Also, was ist jetzt genau zu beachten? Als allererstes mehrere Messungen. Nimm nicht nur die einzige Messung. Aber das könnte vielleicht deine erste Messung sein. Dann am besten, wenn du diese Messung hier genauso vollzogen hast, machst du eins. Du gehst nach draußen und schaust natürlich nochmal deine ganzen Messwerte an, ob sie eine ähnliche Messwert haben. Sollte hier viel Metall sein, dann ist es ganz schwierig zu messen. Bei mir ist es sehr, sehr einfach zu messen, weil ich habe sehr ruhiges und sehr gutes Qi in meiner Wohnung und in meinem Haus. Darum ist die Messung mit dem Kompass hier sehr, sehr einfach. So, und jetzt geht's zum Schritt Nummer 2. Ja, jetzt stehen wir vor der Tür, aber hier kann ich natürlich mit dieser Richtung nicht messen. Warum? Es ist zu schwammig, denn es könnte ja jetzt so sein, die Wand, oder so, oder ein bisschen so. Also das heißt, erstmal drehst du dich um. Du möchtest deine Tür natürlich sehen. Besser wäre es eigentlich, die Tür zuzumachen. Aber der erste Schritt ist nochmal, von außen kannst du reingehen in deine Tür. Ja? Du drehst wieder die Nadel, wie wir das vorher hatten. Okay, du liest natürlich jetzt woanders ab, und zwar genau am Bauchnabel. Es sollte ungefähr der gleiche Wert herauskommen. Und dann gehst du langsam zurück. Aha, aha, aha. Wieder Stopp. Du kannst jetzt eins machen. Und zwar, das geht ganz, ganz einfach. Du hast hier eine gerade Linie. Du kriegst hier vorne auch nochmal eine gerade Linie. Und dann ziehst du den Kompass wieder nach unten. Also das heißt nochmal, hier eine gerade Linie. Diese Linie ist mit dieser Linie konform, gleich. Und dann runterziehen. Wieder mit dem Kompass ganz ruhig messen und es sollten ungefähr die gleiche Gradzahl rauskommen. Diesen ganzen Prozess musst du mindestens 5-mal machen. Also das heißt nicht nur in der Nähe von der Türe. Am allerbesten, das ist mein Tipp, wo Gras ist, wo ein Baum ist, wo es grün ist. Denn da weißt du, was in der Erde ist. So, wir sind mal nochmal 5 Schritte nach hinten gegangen. Hier ist ganz wichtig, also es gibt gewisse Stellen, da schwankt der Kompass sehr. Dann musst du dir einfach vertrauen. Also ein bisschen intuitiv oder Intuition gehört dabei beim Kompassmessen. Ich sage immer, was wir machen, ist eigentlich Himmel und Erde miteinander verbinden. Und wir messen sozusagen das menschliche Glück an der Scheibe ab. Und das geht ganz, ganz einfach. Du brauchst ein bisschen Geduld am Anfang, aber das ist nicht schlimm, denn ein bisschen Geduld sollte man sich geben, wenn man nicht unbedingt als Pfadfinder auf die Welt gekommen ist. Ja? Auch bei mir hat es ein bisschen gedauert. Aber das Gute daran ist, man lernt seinen Kompass langsam kennen, man trainiert ihn wie einen Hund und am Ende sagt er dir ganz genau, was es ist, was im Haus so los ist. Also hier habe ich ein bisschen länger gebraucht, bis ich einen Platz gefunden habe. Hier schräg bei der Tür ist super. Natürlich würde ich nochmal auf die Seite gehen, nochmal einen Messwert nehmen, öfters messen. Beachte wieder Bauchnabelhöhe, ganz wichtig. Und dann einfach schauen, wann ist der Kompass ganz ruhig jetzt zum Beispiel. Ja, und dann ablesen. Schreibe dir immer die Gradzahl auf. Das ist auch ganz wichtig, denn also die Zeichen sind viel zu kompliziert oder komplex am Anfang.
Später, wenn du ganz tief im Feng Shui bist, guckst du dir natürlich die Zeichen an und was du noch alles siehst. Aber am Anfang und beziehungsweise eigentlich nicht nur am Anfang, sondern immer am besten die Gradzahl aufschreiben und diese ganz genau notieren. Also es kann jetzt sein, dass das ein bisschen schwankt, aber im Endeffekt habe ich immer die gleiche Gradzahl oder ähnlich. Ja, ich hoffe, ich kann dir weiterhelfen. Und viel, viel Spaß beim Kompassmessen. Ich liebe ihn ja und ich liebe alle meine Kompasse.